Die das drin, die Pfeile. Du musst das dann fragen. Oh, sieh an. Upsi! Ich wollte es auch mal kaputt machen. Und was geht hier so Schönes? Ich glaube, du musst dich hier draufstellen, damit ich rüber kann, ja. Dann setze ich mir da wieder meinen Portpunkt. Dann lasse ich dich rüberlaufen. Und dann porte ich mich rüber. Also jetzt kann ich rüber. Ja. Vielleicht auch nicht. Ups. Nein, komm. So rein wie ich. Naja, ist schon recht. Da sind sie wieder. Was? Ich glaube, das ist nicht so optimal hier. Wie jetzt beide. Natürlich. Zeit geht nicht rückwärts. Warum musst du immer sterben, wenn ich sterbe? Das liegt einfach daran, dass du immer stirbst. Kann ja gar nicht sein. Es gibt Zeiten, in denen sterbe ich nicht. Ich möchte behaupten, dass meine Tode geringer sind als deine. Das liegt nur daran, dass du mir... Außer die Beabsichtigten. Ja. Die würden natürlich nicht dazu zählen. Ich glaube, bis jetzt schon wieder bei diesem Versuch gestorben. Sagen wir einfach mal 2, oder? 2, ist okay. 3. Nein, bleiben wir bei 2. Bleiben wir bei 2. Gleich den Time Warp Mode, oder? Weißt du, was wir hier gebrauchen könnten? Ein Time Lord. Ich kann dir höchstens einen Drachenlord anbieten. Den will ich überhaupt nicht sehen. Ja, ich auch nicht. Ein schöner Teppich. About time. You get it? Was? Was? Ach so. Ein Quote bei dir. Gut. Ein Otterquote. Das war demonstrativ. Hi. Fudeln. Ich will doch nicht. Tschüss. Fudelst doch, du bist schon viel weiter. Nein! Moin.
Jetzt. Ich fudel nicht das Spiel, fudel. Ja, das Spiel, klar. Ja, hätte das Spiel den Dings nicht weggenommen, dann hätte ich es geschafft. Siehst du, so. Er ist doch genau da, wo er sein soll. Was hast du denn? Ja, aber gerade eben war es nicht. Ja, klar. Gerade eben. Du weißt schon, Zeit und so. So knapp. Ja, ja. I don't want to know. I just want to get out of here. Too late for that. Der Vogel der Zeit. Was? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich mag den Vogel nicht. Oh man, I am freaking out! Haha, daneben. Okay. Ich war auf der. Ich glaube, jetzt wird's ungut. Ja, jetzt wird's knapp. Erster Vorsitz, jetzt ist der Fan, der schon mit dem auf die Zelle fallen. Ja, der schaut auch schon so böse. Aber ich mag jetzt dieses Steampunk-Setting. Ja. Und hat auch ein bisschen was von Harry Potter. Ja, ich erkenne Harry Potter. Steampunk Otter. Was? Harry Steampotter. Oh, unser Steampunk ist wieder aus. Schon wieder eine Fläche. Ich glaube, die Zeit geht durch. Ja. Ich war noch nicht so fit. Ja, ich auch nicht. Aber das ist es allemal wert. Ich mag One-Hit-Lösungen. Ich bin absichtlich reingesprungen. Ja, toll. Damit du mal wieder verkacken kannst. Solltest in die Mitte kommen. Ich hab so eine Ahnung, wo das nächste lang geht. Ja, ich auch. Ich glaube, du kannst jetzt wieder zugucken. Fly. Ja. What the heck, man?
Achtung, die Digger tut weh. Au, die tut wirklich weh. Oh no, ja, jetzt mal wieder ein Trench. Alter, ran! Und wie geht's dir so? Gut, gut. Hab volles Leben. Und du? Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja, klar. Ist doch genau dein Trick. Kleiner Zauberer. Das war easy. Ja. Ich mag das nicht. Dafür verkaufe ich den doch ein bisschen. Nein, der Otter braucht keine Seele. Land Emmerich? Oh ja. Wir haben erfolgreich den Deathclockstar besiegt. Ich glaube, wir müssen... Ich kann die Zeit verdingsen. Okay, ich spring mal hier rüber. Da. Da. Nee, die Richtung ist doof. Ah, der. Ja, ja, jo. Hurry, man! This is getting tough! Ja, weiter geht nicht. An sich soll darüber. Ich glaube nicht. Guck dich mal um, vielleicht ist da noch was anderes. Schau mal. Ah. Das sieht doch ganz nett aus. Wohin? Warum? Da war doch wieder eine Plattform. Okay. Die da. Ja, die habe ich nicht gesehen. Weiter. Es ist doof, wenn du es bewegst, wenn ich gerade im Sprung bin. Ja, ich habe versucht, die näher zu dir zu bringen. Sorry. Ich bewege sie gerade nicht, aber sie bewegt sich trotzdem. Da ist es wieder kaputt gemacht. Yeah, let's do it, mate!
Er wird doch so schnell schlecht. Haferkekse, ja, Haferkekse werden toll. Fliegen kann dieses Ding auch. Your relationship is now more in sync. Can you feel it? Huh? Tell me you feel it. Come on. Tell me you feel it. Huh? I feel stuck. Hey, you gonna keep up your end of the bargain, Mr. Book of Truth? Uh-huh. Okay, okay. That's the way you wanna go? Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Yeah. You like it? Yeah. Okay. Yeah. Uh-huh. Okay, let's do it. Na, zum Glück ist es nicht explodiert. Aber die Uhr funktioniert wieder. Ja. Mittels Explosion haben wir die Uhr wieder zum Laufen gebracht. Hm? Explosionsreanimation. Mom, it's working. Our cuckoo clock is working again. Na, jetzt schwätz nicht. Muss ja arbeiten. Das Ding sieht nicht fallen. Mom happy. She likes it when things are on time. Nicht mehr lange. Außerdem missfällt mir, dass da die Tochter die amerikanische Flagge trägt. Aber das ist doch so amerikanisch. Das kleine Sternchen trägt es. Ja, man muss ja nicht übertreiben. Letter B's number one. Numero uno. Three pieces to go. Are you ready for piece number two? Ich glaube, wir sind bei der Hälfte. Lesson number two? No. Das kann sein. Good. Ah, what else besides love makes couples stay together? Yeah, mortgage. Kids. No. Attraction. Ta-da! Pulls people together. We don't need attraction. We're getting divorced. Aha. That's because you lost it. Heidesand Kekse? What? I'll help you find attraction again. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. What are you doing? You don't like it? No. Okay. Okay. You're entitled to your own opinion. Werbeteig? What? Oh, ein bisschen frisch hier. Ja, ja, muss sein. Attraction is like a magnet, but you need both poles. North, south, plus, minus, Cody, May. Yeah, this magnet will help you rediscover the attraction you once felt for each other. Yeah. One is plus, one is minus. That's not how it works. A magnet always has both poles. Not these magnets. Come on. Oh. Hey, high five. What the? Hey, where'd he go? Okay. Why does this place look so familiar? That's an argument. Oh, wait. Hey, you recognize that mountain? Yes. This is where we had our first skiing trip together. Und das Kenny Bounty Cave. Und